Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Super Mario 64. In der letzten Folge haben wir uns um die letzten Sterne Tic-Tac-Trauma gekümmert und dieses Level nun abgeschlossen. Und heute schauen wir, dass wir so viele Sterne wie möglich hinkriegen, dass wir eventuell in den nächsten 2 bis 3 Parts des Game beenden können. Was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Wenn ich mich nicht komplett dumm anstelle, ne? So, was bist du? Bist du das Zusatzlevel oder nicht? Ja, du bist Regenbogenraserei. Reise auf den Regenbögen. Hier die 100 Gelben zu sammeln, das wird jetzt schon, das sage ich euch. Das werde ich bestimmt aber auch hinkriegen, irgendwie. Erstmal schauen wir, dass wir jetzt das Level kennenlernen. Und dann... Gut, es war knapp. Zu knapp, glaube ich sogar. Okay, das war auch zu knapp. So. Dann gehen wir jetzt mal auf das Piratenschiff, da wo ich eigentlich immer die Sterne machen wollte, den Stern, aber nie geschafft habe. Jetzt sind wir schon bei 16 Münzen, da habe ich nur 2 Münzendinger eingesammelt bis jetzt. Ich schaue einfach mal, dass ich so viele Münzen wie jetzt möglich jetzt sammeln kann. Dann haben wir den vielleicht sogar schon aus dem Weg, die Münzenstern, glaube ich aber nicht. Versuchen kann man es trotzdem. Hin, wenn nämlich der rote Münzenstern, das ganze Abteil da hinten ist, nur für die roten Münzen. So. Dann gehen wir jetzt aber wieder in die Richtung, weil ich will auf das Piratenschiff drauf. Oder gehen wir in die Richtung. Okay. Okay, what the hell, wo bin ich denn jetzt? Okay, das wird übel. Je nachdem welchen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Stern hier, weil ich glaube, der dürfte schwieriger sein als den Stern, den ich gerade machen wollte. Ich glaube, da war es doch die Schwierigkeit, weil wir zweimal den Ofen vorbeifahren, müssen wir zweimal runterspringen. Weil der spuckt Feuer aus. War das doch so, oder? So. Jetzt sind wir wieder hier draußen. Okay. Okay, jetzt sind wir wieder hier drin. Alter, war das knapp, Alter. Holy shit, war das knapp. Aber ich glaube, jetzt dürfen wir es haben, oder? Jetzt dürfen wir es haben, oder? Bitte. Ja! Wir haben es gehabt. Okay, so kann man es natürlich machen. Suche das Haus am Himmel. Und ich habe jetzt gar nicht versucht, die Münzen zu sammeln und sind trotzdem auf 32 Münzen hoch. Das ist nicht schlecht. Das war jetzt die anderen Sterne. Einer ist jetzt dieser, den ich jetzt machen will. Also auf dem Schiff ist noch einer. Dann der rote Münzenstern, aber sonst weiß ich nicht mehr, wo der andere Mondstern ist. Wir haben doch erst 4 oder nicht in diesem Level. Der 3. Das ist jetzt der 4., den ich machen will. Okay, das war zu weit. Alter, Bro, what the hell? Na, egal. Wir haben ja jetzt ein paar Level in TikTok, ein paar Leben in der TikTok-Trauma gekriegt. Okay. Hier rein. Puh. So. Aber ich muss jetzt echt noch überlegen, wie zum Geier ich auf dieses Schiff draufkomme, ne? Weil da habe ich bis jetzt immer verkackt. Ja, vielleicht kriege ich es ja heute hin.
Vielleicht kriege ich es heute ja hin. Okay. Okay. Gut. Holy shit. Jetzt haben wir schon 29 Münzen. Ah, ist nix. Okay. Einfach hier lang. Einfach da lang. Ich glaube, ich hätte dann alle Sterne gesammelt danach, oder nicht? Auf dem Schiff ist noch einer, dann rote Münzen. Die 100 gelben. Aber sonst keinen mehr. Nicht, dass ich wüsste. Nö, sonst wüsste ich echt keinen Stern mehr. Okay. Wenn danach halt der rote Münzenstern ist, dann sammeln wir halt die 100 Gelben und die roten Münzen halt dann. Okay, jetzt war die Kameraeinstellung beschissen. Und weil ich die Kamera ändern wollte, hat es dann noch beschissener gemacht. Ganz geil. Über den Wolken sind wir unterwegs. Dort lässt die Freiheit wohl Grenzen, ne? Aber das wird jetzt hier wahrscheinlich auch öfter passieren, dass wir sterben, weil dieses Level ist ja echt einmal runterfallen, vorbei. Bro, Alter. Okay, das war... What the fuck war das jetzt? Okay. Ich hinterfrag's nicht. Ich sammle jetzt einfach keine Münzen mehr, sondern einfach nur diesen Stern. Machen wir's so. Dann habe ich wenigstens nicht mehr die... Probleme. Sitzen wir wieder hier. Einfach nutzt diesen Boot jetzt. Jetzt hat mich fast der... Alter, jetzt hat er mich fast getötet, der Dreck. Die Arschgeige. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder hier hoch. Hoffen, dass wir dieses Mal eine gute Kamera haben. Weil ich möchte nicht schon wieder wegen der Kamera sterben, ne? So. Ja, wir können auch gerne noch so bleiben. Sind wir wieder hier unten. Aber ich verstehe immer noch nicht, wo der andere Stern sein soll. Ein roter Münzenstern, der Stern jetzt und wo ist der letzte? Ja, hier werden sie doch hoffentlich nicht ver...
Okay, das Feuer kann doch anbrennen. Ich hatte bis jetzt immer nur Glück. Ja, hier werden sie doch bestimmt keine Secrets versteckt haben, oder? Ja, wenn sie hier noch 5 Secrets versteckt haben in dieses Level. Dann fresse ich echt einen Besen. So, jetzt sind wir wieder hier. Alter. Geschafft? Geschafft, meine Freunde. Geschafft. Geschafft! Endlich! Ja, endlich habe ich mal diesen Stern geschafft. Reise auf den Regenbögen. So, jetzt sind wir wieder hier. Die 8 roten Münzen, dann machen wir die jetzt, weil ich hätte echt keine Ahnung, was der letzte Stern werden sein würde. Habe ich echt keine Ahnung, ne? Dann sammeln wir jetzt auch die 100 Gelben mit. Machen wir das auch schon. Ja, wer denkt, das sind jetzt echt nur noch 5 Sterne, dann haben wir das Game durch. Ja, und halt Bowser noch. Aber den letzten Stern, den, also fehlen jetzt noch 4 Sterne jetzt und dann können wir zu Bowser reingehen, weil der letzte Stern ist bei Bowser drin. So. So. Aha. Da. Wo spawnen die denn? Ich schieß mal ganz schwer in die Richtung darüber. Oh, what? What? Bro. Ich habe nicht mal keine Ahnung gehabt, wo die hinspawnen jetzt. Okay. Nee. Als ob. Als ob da oben so hochgegangen wäre, als ob. Okay, jetzt. Da habe ich gleich, das sehe ich jetzt schon. Okay. Wo immer die Kanone ist, ich mache es jetzt auf. Der Piratenschiff? Warum ist da eine Kanone? Was ist auf dem Piratenschiff eine Kanone? Okay, das wird wahrscheinlich ohne die blauen Münzen gar nicht gehen, die 100 Gelben hier zu sammeln. Schade, so funktioniert das nicht mal. Mann, ey. Hätte ich das nur gewusst, dass es da hinten weitergeht. Oh, dann sammeln wir wenigstens die roten Münzen, dann können wir diesen Stern abhaken. Gut, dann müssen wir echt jetzt... Alter, what the hell? Okay. So. Okay.
Ja. Gut. Okay, fast. Komm, Mario. Holy. Darüber. Dann machen wir es jetzt so und so. So. Sammeln wir einfach jetzt diesen Stern ein und versuchen jetzt alle gelben zu sammeln danach. Okay, 50. Mal schauen, wie viele die blauen mitbringen. Ob wir das dann schaffen mit den Münzen, die wir hier auf dem Weg sammeln. Ich glaube nämlich nicht. Und jetzt können wir auch gucken, was ist der letzte Stern? Schau dir den Regenbogen an. Okay. Okay. Nö. Jetzt haben wir erstmal die 100 gelben. So. Haben wir schon mal 8 gelbe. Wir sammeln die blauen und die roten ein und danach gehen wir weiter. Da muss ich echt gucken, wo zum Geier muss ich hin? So. So. Gut, 5 Münzen gibt der Lakito ein. 29 haben wir. Dann machen wir den hier an. Okay, das wollte ich nicht. Okay, warum ich auch immer 13-3-Sprung machen konnte. Ja, ich hätte doch 10 Münzen rauskriegen können. Okay. Gut. Okay. So. Mario, kommst du? Oder Bro, what the fuck? Okay. 5. Sechs, ich weiß, wo die anderen zwei dann sind. Gut. Okay. Gut, hier mal 64 Münzen jetzt. Da komm echt jetzt. Mario, alter Bro, wie weit musst du weg sein, für den Dreisprung zu funktionieren? Jetzt haben wir hier 66 Münzen. Ich hoffe, die restlichen Münzen kriege ich noch irgendwie.
Vielleicht dort unten. So, mal schauen, ob hier unten Münzen sind. Ah, hier schon mal 5. Komm mal her. Komm mal her, ich brauche deine Münze hin. Kumpel, komm schon. Wie kann... So. Ach komm. Gibst du mir Münzen? Nein, gibst du nicht. Aber dich kann ich brauchen. Und ich weiß nicht, ob ich das hier überlebe. Ist so bitter, als wenn ich jetzt sterbe. Ich sag, es ist bitter, wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich direkt. Genau, geil. Aber wenigstens kann ich jetzt die ganzen Blauen mitnehmen. Oder ich renne jetzt mit dem ganzen anderen Rebel rum und schaue, dass ich danach zu den roten Münzen gehe. Und es geht, 50 Münzen mindestens muss ich sammeln im Level. So. Warum, Alter? Bro! Ich stand doch drauf und dann fällt Mario runter. Ey, ich hasse es. Es sind doch nur noch 4 Sterne, dann kann ich das Game beenden. Ey. So. Das Geile ist, ich nehme wahrscheinlich dieser schwebende Hausding ist schwieriger gewesen als sonst alles andere. Aber ich schaffe es einfach dorthin, ohne zu sterben. Einmal, ich schaff's first try. Aber ich sterbe hier unten öfter als bei den Sternesammeln, Alter. Die Anfangspassage bin ich schon öfter gestorben als allgemein überall anders. So. Ja, ich glaube, so soll man eigentlich hier rüber, oder? Gut, jetzt haben wir 32 Münzen. Gut, 62 haben wir jetzt. Hä? Ach so. Gut. Okay. 6. 7. Okay, ist mal hier. Acht. Oder auch nicht. 8. 76 Münzen. Wo kriege ich die anderen 24 Münzen her? Aus einer sicheren Quelle, wo ich nicht direkt sterbe am besten. So eine Quelle überhaupt. Hier drüben sind easy 5 Münzen. Einfach durch. P noch 19.
14. Okay. Okay, Bucket. Komm schon, spawn, respawn! Okay, geil, die ist nicht respawned, die Kacke da. Respawn die auch mal da oben? Bro, Alter, holy shit. Komm schon. Gibt's irgendwo Safe-Münzen? Komm, Alter. Bro, na. Da gibt's keine Münzen hier, oder? 4 Stück fehlen noch, komm schon. Na, hier sind keine Münzen. Scheiße. Wenn wir den Stern haben, dann verpisse ich mich sowas von. Echt die Folge, aber sowas von. Alter. Brauche Münzen um mich zu heilen und um den Münzen eins fordern zu können jetzt. Es fehlen noch 4 Stück, ey. Die kriege ich doch irgendwo her, oder nicht? Ist denn da oben? Bitte nur 4. Ja. Ja. Alter. Puh. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.